Na, dann geh du wenigstens eine Runde baden. Meine Ente! Du hast meine Ente gerettet. Ja, gehört die dir. Ja, das ist meine. Wo hast du die jetzt rausgezogen? Die ist hier in unserem Feinrechen hängen geblieben. Wo sind wir denn hier überhaupt? Das ist unser Wasserkraftwerk. Hier können wir aus der Kraft des Wassers Strom machen. Und wie geht das? Da vorne am Wehr, da wird das Wasser aus der Elle umgeleitet, hier ins Kraftwerk rein. Und dann kommt es hier durch den Rechen. Okay. Und was passiert an dem Rechen sonst noch? Da bleibt der ganze Schmutz hängen, der nicht ins Kraftwerk soll. Und es werden auch die Fische vom Kraftwerk ferngehalten und ums Kraftwerk rumgeleitet. Ah, okay, dann passiert denen also gar nichts. Genau. Und wenn die wieder zurück wollen? Dann müssen sie rüberschwimmen zur Fischtreppe, da können sie wieder hoch. Ach, das ist ja cool. Und für was ist das Riesenbecken hier? Da fließt Wasser weiter dann ins Kraftwerk rein und da drin wird der Strom gemacht. Wow, das hört sich ja cool an. Das schaue ich mir mal an. Nein, das ist gefährlich. Wasser raus. Oh. Mensch, Bernd, was hast du denn hier gemacht? Wir haben das Wasser rauslassen hier, weil mit Wasser wäre es im Einlaufkanal viel zu gefährlich. Okay, wir sind hier im Einlaufkanal, oder was ist das hier? Genau, das ist der Einlaufkanal vom Kraftwerk. Aha. Hier ist der Weg des Wassers, wenn es durch den Rechen durchgekommen ist. Und dann geht es weiter in die Richtung ins Kraftwerk rein. Und wir können jetzt da laufen, wo normalerweise Wasser fließt? Normalerweise sieht das hier keiner, weil da das Wasser steht, aber wir können uns das jetzt mal anschauen, ja? Super. Die nächste Station wäre eigentlich unser Grobrechen. Mhm. Da wird alles, was im Endeffekt nach dem Feinrechen noch ins Wasser gelangt, wird hier abgehalten nochmal. Also zwei Sicherheitsstufen sozusagen. Genau, wir haben zwei Rechen und dann geht es eigentlich schon das Wasser zur Turbine. Turbine? Das ist ein Wasserrad, das durch das Wasser angetrieben wird und dann wird der Strom erzeugt. Wasserrad, Turbine, das ist doch eine gute Idee. Nein, ich mache hier Strom. So einfach geht es nicht. Um die Turbine in Bewegung zu versetzen, brauchen wir viel mehr Wasser. Wie mehr Wasser? Ja, da brauchen wir 220 Badewannen. Pro Sekunde. Was? Ja, normalerweise ist der ganze Raum hier unter Wasser. Okay. Und für was braucht ihr dann die Metalldinger hier? Das ist der Leitapparat. Der bestimmt die Wassermenge, die zur Turbine kommt. Die Klappen kann man ein bisschen weiter zumachen oder kann man weiter aufmachen. Und dann kommt eben das Wasser dadurch zur Turbine runter. Ach, und dann macht ihr da unten drin den Strom? Nee, der Strom wird nicht da unten gemacht. Der Strom, der wird da oben gemacht. Da ist der Generator. Boah, das möchte ich mal sehen. Das ist die Welle, die mit der Turbine verbunden ist. Die Turbine ist genau ein Stockwerk unter uns. Aber da passiert ja noch gar nichts. Dazu müssen wir zuerst das Wasser wieder reinlassen. Das Wasser, das fließt jetzt in das Becken, in dem wir vorher gestanden sind, durch den Feinrechen und den Grobrechen durch, bis hin zum Leitapparat. Und dann setzt sich die Turbine in Bewegung und das erkennt man am besten unten an diesem Zahnrad, das sich bewegt. Und das ist jetzt der Generator! Nein! Das Gelbe, das ist der Generator. Der wird durch die Turbine angetrieben und dreht sich und dann wird der Strom erzeugt. Wie viel Strom erzeugt wird, das kann man hier am Display ablesen. Generator dreht sich also. Also funktioniert das wie ein Fahrraddynamo? Das Rädchen dreht sich, dreht den Magneten an und in der Spule fließt dann der Strom, der das Lämpchen zum Leuchten bringt. Genauso funktioniert das bei uns hier auch. Nur, dass wir mit dem Kraftwerk über 20.000 von den großen Glühbirnen zum Leuchten bringen. Das heißt, der Strom reicht aus für 2.000 Haushalte und das alles durch die Kraft des Wassers. Wasser? Wo ist meine Ente? Diesem Leitapparat! Ah! Der Ente passiert nichts. Die kommt unbeschadet durch die Turbine.